What? Er hackt. Mach mal zu. Er hackt. Er hackt. Oh lol. Geil, er hackt. Ich muss auf Copy auf. Dann mach ich ein Schild spielen. Dann hab ich ein Schild. Wir schießen ein bisschen Nickel an. So, bist du safe? No, you are clear to engage. Wie er schon hier wallhackt, er hackt schon durch, er sprengt mich durchs Window fast aus. Rostrengs, was klären? Ah, da wieso. So, mal hier ein Match, ich will jetzt hier ein Match finden, Alter. Nice. Nice Kills. 2v2, let's go. Einer ist für euch, ja. Oh! The diffuser is now secured. Let's go drop. Nice! Op 4 eliminated. I'm so safe, God. Also das waren die Safe-Hacks gerade eben. Doch, doch, das habe ich auch aufgenommen, Alter. Das ist jetzt meiner Meinung nach Safe-Match sein. Nice. Alter, Leon, du bist so schlecht. Set, du gledig. Boom. Nice. Alter. Guck mal, wie sie briefern. Das meine ich damit. Die hat vorhin die ganze Zeit durch hier briefert. Lol, du kannst nicht durchschießen. Der wird jetzt nur noch lieben, selbst werfen. Da hat noch einen geworfen, glaube ich. Der hat beide. Ja, da waren der drei, glaube ich. Drei geworfen, glaube ich. Leg dich einfach mal ganz flach auf den Boden, dann siehst du besser. Ja, egal. Du hast nur noch 5 Sekunden, du musst noch 2 Gänge. Nice. Was piekt der dauerhaft an derselben Stelle? Lol, hört ihr auch den Drohnen-Sound? Nein, der ist irgendwo im Kitchen, oder? Den raus, rausziehen, du bist tot. Oh, du musst pushen. Die sind unten. Es ist nur noch einer. Fuck, nice try. Sind ja wirklich so euch Refire-Fotzen in den Gegner. Digga, der hackt so auf die erste Hälfte so krass, Mann. Alter, wie er ungefähr 8-mal versucht hat, den Legion da durch die nicht reinforcebare Wand zu gehen. Ja, kaum. Nein, da hast du nicht ausgefahren, da hast du mich auch nicht. So, den gern. Nice, bro. So, den gern. Main-Eingang, ja. An der Toilette. You will be detected if you remain in this area. Die Ash ist immer so schnell. Hey! Where? Ja, genau die. Der von uns. Oh mein Gott! Es ist wirklich ein Hacker im Gegnerteam! Fake-Kicks! Es ist wirklich ein Hacker im Gegnerteam! Er schießt vom Boden hoch! Es ist wirklich ein Hacker! Er hat mich gewonnen, Ach mit dir. Mann, Alter, wieso kriegen Seelen jetzt? Ja, das ist ein Scheiß.
5 seconds. The diffuser has been recovered. Hey, wake up. Go to its location and defuse it. You have dropped the diffuser. Bro. The diffuser has been secured. Lol, warum lang schießen schon zwei Leute beim Zoo? War ein bisschen unlucky gerade. Oh, der Puls ist bei mir. Was geht das? Mhm. Ich hätte mal so eine generelle Frage. Warum hackst du eigentlich? Wie? Warum du hackst? Wie, warum ich hack? Warum du hackst, frage ich. Mit dem Skript? Mit ja, allem. Zum Beispiel. Ja, dann hackern hack ich dann noch zurück mit dem Skript. Aber du hast doch eigentlich vorhin zu selbst gesagt, dass du gegen Hacken bist. Kommt drauf an. Hab ich auch gesagt. Kommt ganz drauf an. Also, hacken um zum Trollen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es hacken, um Diamond zu werden, gut. Ja. Ist nämlich nicht legit, bruh. Was? Ist nämlich nicht legit, bruh. Legit? Ja, kennst du Schaiko? Also so ein Pro-League-Spieler? Warum wurde der wohl gebannt aus ESL? Weißt du, der wurde für 2 Jahre gebannt, nur weil er Makro benutzt hat, was einfach die Taste 4 für ihn drückt. Deswegen wurde er für 2 Jahre gebannt. Okay. Ja, hacken ist nicht legit. Auch nicht im Ranked. Und er hat in der ESL in der Pro League gehackt. Und du findest es also okay, dass du hackst. Oder was? Du machst halt damit eigentlich das Spiel kaputt, muss man ehrlich sagen. Und ich muss sagen, das war von uns jetzt auch ein bisschen asozial, weil wir haben jetzt die ganzen Games, weil als wir das erste Mal mit dir gegen dich heute gespielt haben, haben wir schon gesehen, dass du Aimbot, Silent Aimbot anhast. Deswegen haben wir jetzt die ganze Zeit mit dir gespielt und es aufgenommen. Und wir werden das mal die Hack-Momente, deine großartigen Hack-Momente jetzt von den Spielen zusammenschneiden und dann mal an Uplay weitergeben. Ja, und ich hoffe dann, dass du gebannt wirst. Ja. Am besten einen IP-Ban bekommst. Ja, sehr schön. Weil, und, sag mir nochmal, warum glaubst du, darfst du hacken und dir damit einen wirklich unfairen Vorteil gegenüber anderen Spielern in diesem Spiel geben? Was veranlasst dich dazu zu hacken? Ist dir Diamond Rank so wichtig, dass du hackst anderen Spiel, und damit quasi das Spiel kaputt machst für andere Spieler? Also lass auch einfach mal jetzt kurz ehrlich darüber reden, ohne hier irgendwie jemanden vorführen zu wollen. Also ehrlich ist das von vornherein nicht so ganz von euch. Ja, natürlich also, nicht, sorry. Aber guck mal, du kannst doch jetzt nicht uns irgendwie ankreien, dass wir... Das ist, also ich ist klar, es war Asi von uns, dir das jetzt hier so verheimlichen, dich jetzt hier quasi so fortzuführen, aber es ist doch genauso Asi von dir einfach zu hacken in dem Spiel, oder? Also, keine Ahnung, weißt du, ist halt so, jetzt ich finde Hacken ist halt einfach das Schlimmste, was man eigentlich so in dem Spiel machen kann, weil das macht halt einfach wirklich das Spiel für andere kaputt. Na, aber dann lass doch mal kurz drüber reden, warum machst du das denn? Warum hackst, warum hast du denn angefangen zu hacken? Also ich kann es ja verstehen, wenn man das halt so zum Beispiel mal so einfach, weil man es lustig findet. Man findet es mal lustig, so halt irgendwie Aimbot zu machen oder so. Wer hat das nicht mal in irgendeinem Spiel gemacht, in irgendeinem Billo-Spiel, ja? Oder mal so, keine Ahnung, halt so irgendwelche Billo-Hacks zu nutzen. Aber ich finde, das ist, keine Ahnung, da macht man das im Casual, Troll 2 Runden mit Hacks rein und danach, keine Ahnung, lässt man die Gegner gewinnen. Oder was also, weiß ich. Also aber du das denkst, im Rank halt. Silent A, Mann. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch irgendwas anderes an, aber du hast auf jeden Fall was an. Das kannst du ja nicht leugnen. Ich meine, du hast auch irgendwas erzählt die ganze Zeit hier von deinem Skript und so. Und du kennst dich ja da anscheinend auch, ich will mal sagen, ein bisschen aus in der Richtung hacken. Keine Ahnung, ist es mir eigentlich auch egal, was du an hast. Fakt ist ja einfach, du hast was an, oder? Das kannst du ja nicht leugnen. Du hast auf jeden Fall Hacks. Bei der Runde, wo die gehackt haben, habe ich den Skript dann gemacht, ja. Das habe ich. Das war doch nicht das Einzige. Du hast doch vorher auch, na. Du kannst, wir haben die ganze Zeit also, auch gegen uns. Du hast uns also, gepreferred, als wärst du ein Gott. Ich habe mir das ja ein bisschen auch angeguckt, so, deswegen. Ich meine, wir sind ja immer ein bisschen früh reingestorben oder so, damit ich mir halt mal zugucken kann, was du so machst. Also für Level 40 und dass du von der Konsole gekommen hast, kannst du nicht so gut sein. Also teilweise ja, hast du ja richtig gecarried, aber das war nicht. Also dafür, dass du gerade erst von der Konsole kommst,
kannst du nicht so ein Aim haben. Das, Leute, das also, geht nicht. Das ist echt fies, das ist echt fies. Doch, ja, das ist auch fies. Denk das mir, ist auch fies. Ja, aber jetzt mal. Aber jetzt guck mal, es ist genauso fies zu hacken. Es ist genauso mies zu hacken. Das ist das Schlimmste, was du in dem Spiel machen kannst. Ihr redet die ganze Zeit von Hacks, okay? Ihr redet die ganze Scheiße. Ja, weißt du, warum wir das schon direkt haben? Das war ein Bait. Das war ein Bait. Okay, ich lass dich ausreden. Ihr redet die ganze Zeit von Hacks. Dann spielen wir gegen Hacker, ihr sagt alle, macht mal Hacks an, macht mal Hacks an. Habe ich mir gedacht, gut, euch kann man mal vertrauen, dann habe ich das scheiß Skript mal angemacht. Ja, aber also was denkst du, warum wir von Hacks die ganze Zeit geredet haben? Das war doch irgendwo ein Bait. Wir wollten es doch provozieren, wir wollten doch gucken, ob du Hacks dann anmachst und was für Hacks du hast oder so. Und das ist halt, keine Ahnung. Ich meine, Hacken ist einfach, finde ich, das Schlimmste, was man im Spiel machen kann. Wirklich stimme so. Stimme ich dir zu. Ich meine, das war von uns jetzt auch nicht so ganz ehrlich, sag ich mal, und die offene Art, das ist asozial, aber trotzdem. Ich wollte einfach jetzt mal dich damit überkonfrontieren und mal hören, was du dazu sagst. Wo wir gegen die Hacker gespielt haben, das war nicht das einzige Match. Du hast auch, wo du gegen uns gespielt hast, so reingehackt, du hast uns gewallbankt und du hast ganz gut prefired. Jedes Mal. Hab ich aber nicht gehackt, Bro. Doch, hast du. Naja. Ich habe eindeutig die Clips, du. Ist schade, wenn ihr das meint, dann gerne. Gut. Ich find's schade, da habe ich jetzt unnötig meine Zeit geopfert, hab gedacht. Ja, aber guck mal, du musst dir sagen, du musst überlegen, du hast jetzt hier unnötig, keine Ahnung, 2, 3, 4 Stunden von deinem Leben geopfert, ja? Okay, wir haben das aber eigentlich auch genauso geopfert, weil das war eigentlich für uns, hat das keinen Wert gehabt, hier gerade zu spielen. Und noch dazu musst du dir überlegen, jedes Game, wo du hackst, verschwendest du die Zeit von den Gegnern und von deinen Teammates, weil das ist kein schönes Spiel für keinen. Wenn man einen Hacker im Team hat, macht es weder einem als Teammate von dem Hacker noch als Gegner Spaß. Das macht null Spaß. Das macht keinen Spaß, jede Runde fucking 5 Schilde zu spielen und da irgendwie versuchen, so einen Hacker zu ficken. Das macht keinen Spaß. Das ist für jeden verschwendete Zeit. Und jedes Spiel, was du hackst, verschwendest du Zeit von Leuten. Und meiner Meinung nach auch deine eigene, weil Hacken bringt einen einfach nicht weiter. Du hast am Ende einen Diamond Rank und toll, darauf kann man doch nicht stolz sein. Du bist Diamond, aber und ich will jetzt auch, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, dich irgendwie, weiß ich auch nicht, vorführen oder so. Aber ich will einfach versuchen zu erreichen, dass du dir selber eingestehst, dass Hacken einfach nichts Tolles ist in dem Spiel und dass du damit am besten einfach mal aufhörst. Ich war auf der Playsee genauso Diamond, also ich... Ja, es kann ja sein, ich glaube dir, dass du vielleicht ein toller Spieler bist und so, aber Hacken macht einfach... Ist egal, selbst wenn du der beste Spieler auf der Welt wärst und du hacken würdest, ist das einfach scheiße. Ist das einfach ein Arschloch-Move, zu hacken. Hacken ist einfach etwas, was in diesem Spiel, das geht nicht. Du spielst das Spiel, um besser zu werden und du wirst aber nicht besser mit Hacks. Ganz einfach. Jeder spielt dieses Spiel, um besser zu werden. Manche spielen es nur aus Spaß oder was weiß ich, aber trotzdem, hacken bringt einfach nichts. Es bringt wirklich gar nichts in dem Spiel. Also jedenfalls nicht, wenn man es so im Rank macht oder so. Wenn es, keine Ahnung, irgendwie mal zum Fun so ein Turnier veranstaltet würde, wo jeder Hacks hätte und man sagt, so, ja, los, komm, wir finden den besten Hacker oder so. Wenn man da hackt, ja, okay, dann ist es lustig und dann macht es allen Spaß. Aber einfach so zu hacken, das ist nichts, was man machen sollte. Ich find's einfach traurig, ihr bringt mich dazu, ein Skript anzumachen und dann reportet ihr mich dafür. Das war nicht nur das Skript, Dude. Das finde ich echt traurig, das ist echt traurig. Es ist wesentlich trauriger, dass man überhaupt hackt oder irgendwelche Scripts hat. Das ist viel schlimmer als jemand. Alles, was wir gemacht haben, warte, lass mich kurz reden, Nick. Alles, was wir gemacht haben, war zu sagen, die Gegner hacken. Oh, hätten wir nur einen Hacker im Team. Wir haben dich nicht direkt angesprochen, ey, yo, Skittles, mach doch jetzt mal bitte Hacks an. Das haben wir nicht gesagt. Das war deine eigene Entscheidung, Hacks an zu machen. Deine eigene Entscheidung. Das haben wir dir nicht gesagt, dass du das machen sollst. Wir haben nur gesagt, und ich muss ehrlich sagen, wir hatten auch wirklich Hacker im Gegnerteam, das war ja obvious. Und die sind genauso scheiße und ich würde das gleiche Gespräch, was ich mit dir gerade führe, genauso gern mit denen führen. Aber es ist halt, und das muss ich dir jetzt sagen, das muss ich dir jetzt eingestehen, das ist eigentlich schon auch ein bisschen ein ehrenhafter Move, dass du überhaupt jetzt auf dem TS gerade bist und mit uns überhaupt redest. Die meisten Hacker werden einfach nach 2 Minuten, nachdem wir das Gespräch angefangen hätten, disconnected, ohne was zu sagen. Also das ist schon ein ehrenhafter Move von dir, das rechne ich dir an, aber trotzdem ist Hacken scheiße. Ja, ich würde jedem Hacker gerne das erzählen, was ich dir gerade erzähle. Und jeden Hacker versuchen, irgendwie umzustimmen und ihm zu sagen, er soll damit aufhören. Warum auch immer man das macht. Und vor allem, du hast ja gesagt, das Skript kostet Geld, 15 Euro oder so. Warum kaufst du es dir überhaupt? Du wirst daran keinen Spaß haben. Das, echt so? Das Sinn am Spiel ist zum Beispiel bei...
Ja, trotzdem, das sind am Kauf Spiel. Kauf dir für 15 Euro lieber eine PaySafe-Card und hol dir irgendeinen geilen Uniform-Ingame. Ja, genau, oder wenn ich zum Beispiel, ich würde auch lieben gern Hacks anmachen, wenn ich je einen Hacker im Gegnerteam habe. Aber was mach ich da lieber? Ich spiel du bist mal, dann ich, besser als die. Ich spiel mein Blitz Main, mach ein Schild, bin froh, wenn ich die fick, und dann nehme ich diesen Clip und stelle ihn auf meinen YouTube-Channel. Und dann bin ich trotzdem ich das Rank vielleicht verloren habe oder trotzdem da blöde Hacker im Gegnerteam waren, trotzdem bin ich stolz darauf, dass ich das gut hingekriegt habe, dass wir es trotzdem noch vielleicht eine Runde oder so geschafft haben. Und deswegen ist es für mich, ich würde das nicht feiern. Also, das verstehe ich. Ich würde das auch. Ich verstehe die Leute einfach manchmal nicht. Ganz einfach. Wenn man so zum Beispiel Wallhack und Aimbot anhat, das kostet unglaublich Geld. Ich habe da schon mal nachgeguckt und das verstehe ich nicht. Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich glaube nicht, dass du irgendeine 500-Euro-Hexe oder so hattest. Keine Ahnung, kenne ich mich aber auch nicht mehr aus und ich kann auch nicht verstehen, warum Leute so viel Geld für Hex ausgeben. Weil es ihnen einfach mal nichts bringt, aber naja. Keine Ahnung, ich muss jetzt sagen, weil du halt hier geblieben bist, mit uns so geredet hast und ich eigentlich auch das Empfinden habe, dass du eigentlich doch ein anständiger Kerl bist, der jetzt vielleicht nur mal, keine Ahnung, die falschen Knöpfe gedrückt hat am Computer. Ich habe jetzt einfach nur deinen Account während dem Spiel, was wir haben, einfach nur auf Report gedrückt und ich werde jetzt die Aufnahmen nicht an Ubisoft oder so senden und dafür extra ein Ticket schreiben, aber keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass du, keine Ahnung, jetzt daraus irgendwie gelernt hast und nicht irgendwie weiter hackst und dass es einfach lässt in Zukunft. Weil das macht einfach wirklich das Spiel kaputt, ja, Hacker. Nee, verstehe ich dich voll und ganz. Verstehe ich wirklich voll und ganz. Aber ich muss dir auch sagen, wenn ich sollten wir uns nochmal im Ranked oder so sehen und du hast immer noch Hacks oder so, dann werde ich da keinen Rücksicht mehr nehmen und dann werde ich das auch umgehend, also ein Ticket schreiben, E-Mail an Ubisoft und dann denke ich, wirst du da auch ein Band für kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das so detekten bei dir, wenn man einfach nur normal den Report drückt. Ich meine, 1000 Leute werden am Tag reportet, aber... Ich glaube, das bringt nichts, weil es ja nur ein Fairfight-Report ist. Ja, keine Ahnung, kenn ich mich nicht aus. Ich habe es einfach gemacht jetzt und dabei werde ich es jetzt auch beruhen lassen. Also, aber ich hoffe einfach, dass du jetzt wirklich was daraus gelernt hast und einfach das lässt. Lass es einfach, das ist einfach, keine Ahnung. Ich weiß halt echt nicht, warum man sowas macht. Das macht einfach nur das Spiel kaputt. Das macht einfach nur ein Spiel kaputt. Aber gut, ich will es jetzt dabei sein lassen. Ich weiß nicht, ob jemand anders noch was sagen will oder ob du auch noch was sagen willst, kannst du natürlich gerne machen. Ansonsten würde ich nicht. Nee, ich finde es wenigstens fair von dir, dass du dann sagst, du schickst nicht. Das wäre schon ein bisschen unfair. Ja. Und wäre auch fair von dir zu sagen, du löscht die einfach. Ganz einfach. Einfach auf die Entfernen-Taste drücken bei deinem Skript oder was du alles hast. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Einfach. Weißt was, dann mache ich das jetzt. Einfach okay. Ein Papierkorb und endgültig. Das würde ich. Mehr nicht. Fertig. Lieber habe ich im Team einen Goldspieler oder einen Silberspieler oder was weiß ich, was du sonst wärst. Aber lieber habe ich so einen Spieler drin als ein Diamond, der hackt. Ganz einfach zu erklären. Vor allem, ich weiß nicht, ich muss auch dazu sagen, wenn man halt hackt oder so und dann Leute irgendwie boostet und die Leute im Rank schreiben, oh ja, toll, ich werde beim Hacker geboostet, dann sind die Leute, die sich boosten lassen, die sind nicht besser als der Hacker selber. Die sind genauso schlimm. Also, und keine Ahnung, ich weiß nicht. Vorhin auf dieser, auf der Map, wo war es? Auf Skyscraper? Konsulat war das gerade. Nee, Skyscraper. Da haben die Gegner das ja auch schon rausgefunden, dass ja, du die Gegner haben auch schon. Und ich musste, hab den Typ geaddet und ich musste ihm versprechen, dass wir diese Ranks wieder raushauen, wo er gerade verloren hat. Dadurch. Heavy. Der Typ hat mir instant eine Freundschaftsanfrage geschickt und ich musste ihm versprechen, dass wir mit ihm die Ranks wieder morgen rausholen. Also die ja verloren. Also dass hat. Wir morgen mit ihm wieder Ranked spielen, damit er seine Ego zurückbekommt. Die er halt durch den Hackets oder durch das Script, was auch immer, verloren hat. Weil das ist halt einfach ja unehrenhaft verloren. Also. Da hatte ich aber das Script nicht an. Da habe ich kein Schild gespielt. Ja, du hast nicht nur das Schild. Ich bin mir wirklich sicher, du hast wirklich nicht nur das Schild gegeben. Also wenn ich mir diese Clips nochmal angucke, dann bist du entweder der Typ mit dem besten Aim-Sense der Welt,
Oder ich weiß auch nicht, aber das war nicht legit. Das war nicht legit. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was du anhattest, aber irgendwas hattest du safe-collern. Du hast versucht, den durch die Wall zu bangen, wo du nicht wallbangen kannst. Und da stand halt auch wirklich einer. Also, ich will jetzt auch hier, ich würde einfach jetzt auch sagen, wir diskutieren jetzt nicht weiter rum. Ich vertraue dir jetzt einfach, dass du gesagt hast, dass du die Sachen, Scripts, Hacks, was auch immer, löscht und dass du das nicht mehr machst. Deswegen vertraue ich dir jetzt auch darin. Und ich hoffe auch, dass du das noch machst. Und ansonsten, keine Ahnung, kannst ja gerne Legend weiterspielen und so, alles gut und schön. Aber hacken ist einfach, sollte einfach wirklich niemand machen. Und weil du halt jetzt so einsichtig warst, werde ich jetzt meine Sachen nicht an Newplay oder so direkt irgendwie nochmal extra weiterleiten oder so. Mhm. Weil ich halt hoffe, dass du das wirklich löscht und damit aufhörst. Was ja, ich gut, sehr. Das Skript habe ich gelöscht, also das ist kein Problem. Jo. Ja gut, ansonsten weiß nicht, will noch irgendjemand was sagen? Nee. Na, dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht oder gute Woche. Und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder im Spiel, ne? Mhm. Okay, bis dann. Tschüss. Ja. Disconnected.